Guten Morgen, Freunde der Sonne. Es geht heute nach London und ich bin gerade dabei, mich ein bisschen fertig zu machen. Mein Face sieht noch richtig funny aus und meine Haare auch, deshalb show ich das gerade nur so semi. Also eigentlich gar nicht. Aber heute geht es zum Konzert nach London und ich bin schon super excited, like literally super, super excited. Ich schmink mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe jetzt gerade schon meine Creme drauf gemacht. Ich liebe diese Creme, die ist einfach so gut. Und obviously davor noch Sonnencreme, obwohl es heute so aussieht. Aber okay, let's continue, I would say. Jetzt bin ich schon gleich ein bisschen browner und es passt zu meinem Arm. Yay. Okay, Freunde, das ist jetzt mein Make-up, whatever. Und meine Haare sehen so aus. Und ich pack das mal hier hin. Und dann so von hinten. Und vorne ist das so. Kind of. Und dann hat das mit der Sonnenbrille so ein 2000-Vibe. Und mein Outfit. Dieses Oberteil von meiner Mama und Leather Trousers. Yay! Das hat so ein 2000-Vibe, wie auch immer. Yay! Cool! Ich habe jetzt erstmal überlegt, was ich für eine Tasche mitnehmen soll für das Konzert, weil eigentlich wäre es halt nice, das zu trinken mitzunehmen nach London, aber andererseits kann ich das wahrscheinlich eh nicht mit reinnehmen. Deshalb habe ich mich jetzt für meine kleine Tasche entschieden und hoffe, dass ich einfach alles da habe, was ich brauche, auch in London, weil wir jetzt natürlich jetzt auch ein bisschen vorher da sind. Und dann das Einzige, was ein bisschen annoying ist, dass Zug/Bus so lang ist. Aber ich nehme wahrscheinlich einfach noch meine AirPods mit und dann kann ich just in case irgendwie Instagram und TikTok watchen. Yay, toll. Okay, auf zur Haltestelle. Okay, dann habe ich am Bahnhof Savannah getroffen und dann sind wir mit dem Zug nach London gefahren und dann direkt weiter mit der Underground zu einer Mikrobrauerei. Wupp, wupp. Yay! That's really good. Yay! I'm waiting for my beer. It's not here yet. Also wir sind jetzt angekommen, obviously. Dann sind wir mit der Underground schon mal zu der Haltestelle gefahren, wo unser Konzert auch ist. Und jetzt sind wir gerade in so einer Mikrobrauerei/Restaurant und jetzt sind wir gleich Burger und trinken so ein freshly brewed Bier. Und haben noch 2 Stunden, bis quasi das Konzert losgeht oder noch 2,5 Stunden technically, aber wir wollen eine halbe Stunde vorher da sein. Und ja, yeah, exciting! It arrived. Yay! Look at our selection of sauces. We have what do we have? BBQ. BBQ. Oh, that's barbecue. Cool. We have vinegar. Yes. I think that's barbecue sauce. And I don't know what this. Looks interesting. Mango. And mustard and mayo. Yay! Okay, jetzt sind wir bei dem nächsten Pub angelangt, bevor wir gleich zu dem Konzert gehen, so in einer Dreiviertelstunde. Ja! Yay! Yay! We're walking to the concert!
Okay, now we have our waiting beer and the fitting with the crown. Exactly. Excuse me, where are we? London! You still see it in this tiny room. It ain't the vibe, but we just ride along, wasting time. It's not cold. What did she? What did Dylan do? She said, "Oh my God, you covered my soul." And I was like, "Yes." Okay, also wir haben jetzt gerade unser Konzert beendet und das Kurze war, sie war einfach so, als ich dann da war, dann war sie, "Oh mein Gott, du hast meinen Song gecovert." Und ich war so, "Oh mein Gott, ja." Wie cool ist das bitte? Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu unserem Boss. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Es war einfach richtig nice. Ich habe auch ein kleines Autogramm auf meiner Handyhülle. Da mache ich jetzt gleich noch Klarlack drüber, damit das nicht abgeht. Genau, es war ultra episch. Dylan hat mich einfach erkannt. Like, what the fuck? She was like, "You covered my song." And I was like, "What the fuck? Yes." Das war einfach äußerst cool. Dann haben wir noch dieses wundervolle Bild zusammen gemacht. Yay. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Wir sind jetzt mit dem Bus zurückgecruised. Schon früher, als wir gedacht haben, weil das Konzert war doch viel kürzer als gedacht. Ich glaube, Dylan hat nur so 45 Minuten gespielt oder so. Und es war halt schon irgendwie so Viertel nach 10 zu Ende. Und dann sind wir mit der U-Bahn zur Victoria Station gefahren. Und dann haben wir uns da noch kurz was von Macis geholt. Und dann sind wir mit dem Bus zurückgecruised. Und jetzt ist, glaube ich, gerade so 1 Uhr ungefähr, würde ich sagen. Jetzt habe ich gerade noch kurz meine Jacke, weil ich glaube, da war so ein bisschen Bier drauf oder so, in die Waschmaschine für 15 Minuten gestopft, damit das auf jeden Fall wieder abgeht. Da warte ich jetzt noch kurz drauf und dann gehe ich auch auf jeden Fall schlafen, weil I'm so tired. Genau, vom Bus bin ich dann jetzt noch hier 15 Minuten hergelaufen, Cowley Road hoch. Aber genau, also es war auf jeden Fall richtig nice. I love, love, love London. Und ich würde auf jeden Fall voll gerne da auch mal hinziehen. Für zwar nicht für ewig lang, aber auf jeden Fall mal so kürzere Zeit wäre auf jeden Fall schon richtig cool. Good night, guys! Okay, friendos. Heute ist Mittwoch, der Tag nach dem Konzert. Und I'm perfectly fine. Und ich dachte mir, also ich habe mir gerade schon was zu essen gemacht. Nice Pasta mit Tomate, Spinat und so. Und jetzt habe ich ein bisschen gearbeitet. Mein Internship war ja, wie gesagt, diese Woche ist meine letzte Internship-Woche. Also ich habe wirklich nur noch heute, morgen, Freitag und dann Montag nur noch 4 Tage, nicht mal mehr, ganze 4 Tage, was ultra episch ist. Bin noch so ein bisschen überlegen, ob ich in die Uni gehen soll oder nicht, oder ob ich in die Stadt gehe oder was auch immer. Mal sehen, weil es ist ein bisschen boring, wenn ich nur die ganze Zeit heute hier rumsitze. Aber mal gucken. Eigentlich ist auch wieder Volleyball von Elena, aber irgendwie habe ich heute nicht so viel Bock auf Volleyball. Ich war letzte Woche und die Woche davor schon da. Ja, genau. Mal gucken. Außerdem, auch gestern, als wir das Konzert verlassen haben, haben wir hier noch diese No Romeo Sticker quasi bekommen von dem Song von Dylan. Außerdem dachte ich mir, ich blende jetzt nochmal gleich als nächstes ein kleines, kurzes 20 Sekunden Cover von No Romeo ein, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, das, wo sie mich quasi wahrscheinlich von erkannt hat. Und ja, genau. Viel Spaß dabei jetzt. Before you hit an old time low, take it from someone who knows she's no Romeo. He's never gonna be enough for you. He's never gonna treat you like you should. He's always gonna be the one to go. He's no Romeo. You're better off sleeping on your own. He's never gonna give you all the love you know that you deserve. 'Cause he's no Romeo. He's no Romeo.
Ich bin immer noch nicht in der Uni, aber dafür arbeite ich jetzt gerade hier an meinem Laptop, an den Projekten von meinem Praktikum. Und ich glaube, because, jetzt habe ich erstmal schon ein bisschen was gemacht. Ich glaube, jetzt lege ich erstmal eine kleine Lesepause ein, weil ich tatsächlich schon lange nicht mehr irgendwas gelesen habe. Deshalb werde ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen lesen und mir einen Tee machen. Okay, Amigos, falls ihr das Rauschen im Hintergrund hört, das ist mein Laptop, der gerade ein Video exportiert. Aber auf jeden Fall habe ich zwei Options zum Lesen. Option Nummer 1 ist Band 3 von dieser Pan-Trilogie. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das nice finde oder nicht. Irgendjemand hat mir das mal zum Geburtstag geschenkt, vor ewigen Jahren gefühlt. Und das war ich die ganze Zeit in meinem Regal. Und dann meine andere Option ist das Skincare-Buch von Caroline Hirons, wie auch immer man ihren Namen ausspricht. Und das ist auf jeden Fall very interesting. Da sind so ganz viele Sachen about Skincare, wie quasi das alles funktioniert und so weiter und so fort drin. Ich bin auch noch nicht so super weit, also erst hier deshalb. Aber das finde ich bis jetzt ganz cool. Das ist, glaube ich, Nummer 1 UK Skincare Buch von 2021 oder so. Aber auf jeden Fall lese ich jetzt wahrscheinlich ein Kapitel von dem und ein Kapitel von dem. Let's go! Okay, Freunde. Stop singing. Okay, Freunde, coole Sache, coole Sache. Maria und ich, das ist eine Freundin von mir. Wir haben uns Tickets für Tate McRae. Oh, kannst du... Oh, there she is. No, she... I can see her. Oh. Sweet. Ooh. Oopsie. No, you're cute. Okay, genug Katze. Oh mein Gott, sie starrt. Ich mache jetzt die ganze richtig creepy an. Aber egal, auf jeden Fall haben wir uns Tickets für Tate McRae geholt für das Konzert in Frankfurt, weil Berlin leider schon ausverkauft war und wir keine 60, 80 Euro ausgeben wollten für eine Karte, die dann irgendwelche anderen Leute verkaufen. Also haben wir jetzt Karten für Frankfurt, was natürlich ein bisschen weiter weg ist, aber nice. Und das Coole ist, es ist Tate McRae's Hauptact und Dylan, also da wo ich gestern beim Konzert war, ist Support Act. Like, what the fuck? So cool. Genau, ich bin schon so excited. Das wird richtig telepisch.